Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Palia-Tipps. Heute mit dem Guide zum Möbelmachen. Möbelmachen ist eine Fertigkeit in Palia, die mir persönlich viel Spaß macht. Und während ihr eine Menge Gold spart und nicht die Möbel in Tischs Laden kauft, denn in Palia könnt ihr alles im Laden Ausgestellte selbst bauen, levelt ihr viele Fertigkeiten bei der Beschaffung von Ressourcen, zum Beispiel Erzabbau oder Holzfällerei. Der NPC für Möbelbau ist Tisch. Ihr findet sie meist in ihrem Laden. Nach der Eingangsquest von Kenley, Kenley schickt mich, bekommt ihr die ersten Rezepte für Möbel. Wenn ihr Möbelbau levelt, könnt ihr nach und nach weitere Rezepte in Tischs Shop kaufen, zum Beispiel den Webstuhl. An ihm könnt ihr Leder und Stoff herstellen, Ressourcen, die ihr auch für einige Möbel braucht. Ihr levelt, indem ihr, richtig, Möbel baut. Dabei ist es egal, ob ihr schon hergestelltes baut oder bekanntes. Aber wenn ihr Möbel zum ersten Mal baut, könnt ihr aus drei Blaupausen das nächste Rezept aus der Möbelreihe freischalten. Was ihr schon hergestellt habt, hat einen grünen Haken. Hier baue ich zum Beispiel den Königsbrunnen aus der Glockenblumenreihe und habe danach die Wahl zwischen drei Dingen. So könnt ihr nach und nach eine ganze Reihe fertigstellen. Ich nutze Tischladen daher eher für Inspiration und wenn mir was gefällt, dann baue ich so lange Möbel aus der Reihe, bis ich die passende Blaupause habe, um genau dieses Item herstellen zu können. Wenn ihr reich seid, weil ihr zum Beispiel meinen Goldguide befolgt habt, dann könnt ihr auch jeden Palia-Tag, also jede Stunde, in ihrem Laden vorbeischauen, denn dann ändern sich Möbel und Accessoires. Es gibt aktuell 10 verschiedene Möbelreihen in Palia, die ihr herstellen könnt. Blockhaus, Heimstätten, Kilima, Ranchhouse, Industrial, Rabenwald, Hauptstadtflair, Glockenblume, Drachenflut und Mondsucht. Übrigens könnt ihr in den Achievements nachsehen, welche Items euch noch fehlen. Bei Tisch könnt ihr zudem noch eine Modifikationsbank und an der Kasse im Laden die Sets kaufen. Damit könnt ihr die Möbel und Accessoires umfärben und einen ganz eigenen Look schaffen. In meinem Haus habe ich zum Beispiel einige Möbel reingefärbt oder Fläschchen und Dosen oder zum Beispiel auch Lampen. Zurückfärben ist auch möglich und dabei sogar kostenlos. Möbel nehmen übrigens keinen Speicherplatz ein. Ihr könnt also alles bequem in euer Lager stellen und wenn ihr es braucht, einfach herausnehmen. Verkaufen könnt ihr sie allerdings nicht. Einige einzigartige Dekoartikel wie Bilder, bestimmte Möbel wie Toiletten und Badewannen und Teppiche gibt es übrigens nur bei Seki im Schwarzmarkt zu kaufen. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Lasst mir gerne Kommentare da, Likes, abonniert den Kanal und bis bald auf Palia Tipps.